Tag Freunde, willkommen zu einem weiteren Video der ONC, der Obelnöffelty. Ich bin der König und heute wird es richtig bunt. Also wenn wir diesen braunen Karton aufgemacht haben, denn darin verbergen sich gleich zwei neue kleine Blaster von X-Shot. Ich bin sehr gespannt, ob die so richtig Spaß machen. Schauen wir es uns an. Und da werden wir von unserer Werkbank angelangt mit dem, naja, nicht bunten, wenn man vom Braun absieht, Karton, in dem sich zweimal das Blasterkorn verbirgt. Ja, kommt nicht nur ein Blaster, sondern gleich zwei drin. Ich weiß nicht, ob es in den Ladenverpackungen auch so ist. Ich würde mir aber wünschen, dass die etwas bunter sind, weil so ein quietschbunter Blaster hätte doch eigentlich eine bunte Verpackung verdient, oder? Ja, gut, das kommt vom großen südamerikanischen Fluss. Die Rückseite hat mannigfaltigen Text. Aber wenig Abenteuer, stehen Warnhinweise drauf. Boah, okay, gut. An den Seiten ist nichts. Nun, auf der Vorderseite werden uns zwei Blaster versprochen. 32 Darts, das ist eine Menge für einen Einschussblaster, der nicht irgendwelche Möglichkeiten hat, Darts irgendwie unterzubringen. Da ist Zuru echt generös mit. Danke, X-Shot. 30 Meter Reichweite werden versprochen. Na, das überprüfen wir mal. Da bin ich mal sehr gespannt. Und Air Pocket Technology, das heißt, es werden die neuen Zuru-Darts mitgeliefert. Also die vorne sehr, 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 sehr weich sind. Das ist sehr kinderfreundlich. So, mehr gibt es zur Verpackung nicht zu erzählen. Rundum geschlossen aus Karton. Wir machen sie auf. Sie wird nur mit einem Plastikstreifen gesichert und den schnipseln wir jetzt weg. Elegant geschnitten, klappt man das auf, klappt diese Seite auf, klappt das auf und Knisterpapier zur Seite. Ich habe nur gesagt, es wird bunt. Wow. Okay, hier haben wir ein Blasterkorn. Hier haben wir noch ein Blasterkorn. Und jetzt muss ich mal kurz die Packung zur Seite legen. Wow, also bunter wird es nicht mehr auf dem Schlachtfeld. Also wenn ihr wirklich bunt mögt oder so verspielte Sachen mögt oder Einhörner mögt oder Keinhörner oder Neinhörner, das ist euer Blaster. Unfassbar. Okay, so, was haben wir noch in der Verpackung drin? Wir haben, ja, kann man das Anleitung nennen? X-Shot League. Okay, wusste ich jetzt auch nicht. Hier wird so ein bisschen erklärt, was es sein soll. Schauen wir uns gleich mal an. Und, oh, wow. Also, die leuchten ja quasi im Dunkeln. Schreiend pink mit lilaner Spitze. Noch eine Packung davon. Mega. Also, das ist wirklich aufs Wesentliche reduziert, was ihr in dem Karton habt. Zwei Blaster. Die 32 Darts sind zwei 16er Pakete aufgeteilt. 16. Cool. Und diese kleine Anleitung. Da gibt es noch einen QR-Code, den gucke ich mir mal an. Ja, wird erklärt, wie es funktioniert. Man spannt den Blaster, man steckt einen Dart rein, man feuert ihn ab. Ja. Review zu Ende. Nein, natürlich nicht. Entschuldigt, ich bin von diesen total bunten Blastern irre geflasht. Was man hier schon sehen kann, diese Blaster sind komplett bedruckt mit der gleichen Drucktechnik, die man auch schon bei der X-Shot Longshot gesehen hat oder bei den anderen Skins Blastern. Also das ist eine sehr gute Druckqualität. Hat sich in Hafer dran verdattelt. Ja, das hier ist ebenfalls bedruckt. Auf dieser Seite das gleiche. Auch wie süß mit einem kleinen Ausrufezeichen Warnhinweis dabei. Ein lilanes Einhorn. Wolken, die eine weint und es regnet, die andere krummelt mir so vor sich hin.
Einfach witzig. Ja, wir fangen vorne an. Der Blaster hat natürlich kein In-Strike-Attachment, weil ist ja von X-Shot halt. Gewicht ist recht leicht, muss ich schon sagen. Also das wiegt deutlich weniger als eine Strongarm oder eine Disruptor. Na gut, vorne das Einhorn in Orange. Da kommt der Dart rein, kein Problem. So schaut es dann aus. Der ragt ein kleines bisschen raus, aber nicht weiter schlimm. Wir haben hier oben eine Einhornmähne in sehr bunt. Das ist schön. Wir haben hier vorne einfach nur, das könnte man sogar so anfassen, wie so einen zweiten Griff hier, ganz witzig. Wir haben hier so ein kleines Schlösslein, Glöcklein, wie auch immer. Wir haben den Abzug hier mit einem Herz. Moment. Ja, wie cool ist das denn? Ich werde nicht mehr. Okay, die Einhornflügel bewegen sich, wenn man den Abzug betätigt. Ich mache jetzt, glaube ich, den Rest des Reviews nichts anderes mehr. Okay. Und ja, also es gibt keine Tactical Rail. Es gibt keine Öse, keine Schlaufe, wo man was dran machen kann, wo man das irgendwie hinpacken kann. Er ist von der Größe her wahrscheinlich nicht so einfach zu holstern. Das gebe ich auch zu. Aber er liegt recht bequem in der Hand. Also für einen Erwachsenen noch gerade gut zu greifen. Auch für einen kleinen Nerfer wird das okay sein. Abzug ist gut. Vor allen Dingen bedient er hier diese wunderschönen Flügel. Apropos Flügel. Die können wir so als riesengroße Kimme nehmen und da vorne haben ein gewaltiges Korn. Also zielen theoretisch möglich damit. Mhm. Wir haben die Spannstange, die ist auf der einen Seite so ein bisschen hohl. Hier ist sie flächig und wir spannen mal. Das geht ganz einfach. Das geht ganz einfach. Also da ist nicht viel Kraft nötig. Huch! Aber er hört sich nach Power an. Also ich glaube, dieses kleine Einhorn kann auch ein bisschen austreten. Das ist schon nicht schlecht. Das hier sieht aus wie eine Sicherung, ist aber keine. Das ist nur so ein kleines Designelement. Wir haben hier und hier und hier diese kleinen Eindrücke, die X-Shot ganz gerne macht, damit man das in so einer Verpackung festmachen kann. Also ich vermute, dass die Ladenverpackungen anders aussehen. Wir haben hier unfassbar viele Schrauben. 2, 4, 6, 8... 10, 11, 12, 13, 14, 15 Schrauben. Also der Blaster wird man sicher öffnen, auch tunen können. Das sehen wir uns auf jeden Fall an. Also der wird wahrscheinlich gute Leistung haben, aber da kriegt man mit Sicherheit noch mehr raus. Nice. Ja, gut. Bedienung haben wir gerade gesehen. So wird gespannt. Dart vorne rein. Zufällig habe ich noch einen. Und dann abfeuern mit. Hui. Und dann bewegen sich die Flügel. Nice! Beide Blaster sind von vorne bis hinten genau 30 cm lang. Sie sind 17 cm hoch. Das ist die höchste und die niedrigste Stelle hier. Also da unten bis da. Die breiteste Stelle ist 4,8 cm breit. Und das sind diese beiden Flügelenden hier. Wenn die nicht wären, wäre der Blaster noch schmaler. Da wären wir bei knapp 4 cm noch angelangt. Der Blaster ist symmetrisch für diejenigen, denen das interessiert. Und wenn man die Flügel ausklappt, ist er noch mal etwas breiter. Kurz zu den Darts. Das sind diese ganz normalen neuen Air Pocket Darts, wie sie Suru jetzt in zwei anderen Farbvariationen auch schon rausgebracht hat. Zuerst gab es hier diese graue Variante mit dem hellblauen Kopf. Bitte nicht verwechseln mit den klassischen Suru Darts. Das sind nämlich diese hier. Die gab es in einer ähnlichen Farbkombination, aber die waren kürzer, der Kopf war breiter und insgesamt gesehen waren die nicht wirklich gut. Aber das habe ich schon oft genug erzählt. Als Insanity-Variante gab es den auch. Da sah es nach dem klassischen Elite-Design aus. Orangener Kopf, dunkelblauer Körper, sehr schön. Und jetzt haben wir diese wirklich, wirklich cool aussehenden Darts. Sie erinnern mich so ein kleines bisschen damals an die Rebell-Darts. Wer noch die Rebell-Serie kennt, kommt demnächst nochmal ein Video zu. Ja, von daher werden wir zum Testen einfach die Darts erstmal verwenden, dann können die noch ein bisschen eingepackt bleiben. Aber ich finde sie echt, also die findet man draußen mit Sicherheit lieber. Die nicht so sehr. Die wie Elite Darts eigentlich auch, aber egal. So, Funktion des Blasters ist ja nicht viel zu erklären gewesen. Design haben wir uns auch angeguckt. Ich finde die Druckbedruckung einfach wirklich schön, total witzig gemacht. Also auch mit diesem Sternchen, Blitzen am Auge, also einfach nett. Das ist ein Blaster zum Hingucken, Punkt, fertig, aus. Das ist ein witziges Ding, damit wird niemand vermuten, dass man irgendwas Böses im Schilde führt. Das ist ein Spaßteil. So, also dann, wir gucken jetzt erstmal im Chroni, wie die Leistung ist mit zwei, drei verschiedenen Darts. Und dann gehen wir nach draußen und gucken, wie die Performance im Garten ist. Wir testen das Blasterkorn. Erst mit Suru Darts, mit X-Shot Darts. Durchschnitt 80,7 mit den X-Shot Darts.
das hat's echt in sich. Blasterkorn, jetzt mit Elite Darts. Durchschnitt 79,4 mit Elite Darts. Sehr, sehr respektabel. Und jetzt China Force, wie sie bei der ONC verwenden. Durchschnitt 73,1, das ist immer noch über Elite-Standard. Und das mit China Force Darts, das Blasterkorn hat echt Power. Gucken wir uns an, wie das im Garten performt, weil das Kroni ist ja nicht alles. Oder sind wir im Garten angelangt mit unserem kleinen Einhornblaster. Wir probieren aus 5 Suru-Darts erstmal, dann 5 Elite-Darts und zum Schluss 5 China Force. Ziel ist hinter mir das Garagentor. 20 Meter sind zu schlagen. Wir gucken mal, wie es wird. Hui! Schon gerade. Der ist nochmal auf dem Boden bestimmt 2 Meter bis zur Tür gerollt. Darts nicht so schön. Oh, der letzte war ganz okay. Und jetzt China Force. Okay. Wir gehen einsammeln und das Ganze fängt hier vorne an mit dem ersten China Force. Der liegt hier direkt an der Linie bei, na, knapp unter 14 Metern, 14,50 Meter da liegt der. Dann haben wir hier einen China Force, der ist ein bisschen nach links abgetrieben, bei der 14,50 Meter Marke auch. So, der erste von den neuen Suru Darts liegt hier bei knapp 15 Metern. Da ist der nächste China Force, hier ist ein Elite Dart. Den blauen mal ignorieren. So, dann haben wir hier nochmal China Force, fast an der Linie bei guten 16 Meter. Ein alter Elite Dart, auch ignorieren. Da ein weißer Modulus. Hier noch einen Suru Dart. Die liegen bei, sagen wir bei 16,50 Meter ungefähr. So, und hier jetzt aber Elite China Force, ein Suru Dart. Hier alle bei der 17,50 Meter Marke, relativ nah an der Linie. So, dann haben wir hier noch einen Suru Dart, der ist ein bisschen weiter gerutscht. Der liegt bei 18,50 Meter, fast an der Linie. Und der hier, der liegt zwar jetzt bei 20 Metern an der Tür, der ist aber hier vorne auch bei knapp 18 Metern aufgekommen und einfach weiter gerutscht. Also wir konstatieren, mit Elite Darts wird schon echt ein bisschen ungenau. Mit den Suru Darts ist es relativ okay. Und die China Force am genauesten, aber nicht so weit. Aber so 16, 17 Meter Reichweite ist schon ordentlich. Damit wäre es auch Zeit für ein Fazit über unsere Blasterkorn. Blaster, also ist jetzt noch einer hier zu sehen. Den anderen, den hat sich meine Tochter geschnappt und spielt damit ganz fleißig. Ja, ich mag den. Punkt. Punkt fertig aus. Ich mag den. Das ist ein reiner Gimmick-Blaster. Der ist nicht so besonders wetteltauglich als Einschüsser. Aber er ist... Er hat Leistung, Punkt. Also er schafft seine 80 FPS mit den mitgelieferten Darts, mit Elite Darts. Also Leistung passt auf jeden Fall. Die Genauigkeit war auch okay mindestens. Also mit China Force sogar überraschend gut. Die kann man nicht ganz so weit. Aber mit den richtigen Darts kann der richtig was. So, und Modding kann man da wahrscheinlich auch noch machen halt, wer das denn noch mehr haben möchte.
Also das ist ein witziges Gimmick für jemanden, der einfach Spaß am Blastern hat. Oder der Einhörner mag. Oder der Pink mag. Warum nicht? Also ich finde ihn witzig. Das mit den Flügeln. Einfach. Das sind so kleine Nettigkeiten, die mag ich einfach. Und ja, bunter, schöner Blaster. Preislich sehr attraktiv. Zwei Stück momentan, ich glaube, beim großen südamerikanischen Floß für, ich glaube, 16 oder 17 Euro. Das heißt also, wenn man irgendwie zwei Kids damit beglücken will, ja, ihr kriegt auch eine Menge Darts dazu. Und die sind ganz okay. Die sind nicht super, aber die sind wirklich brauchbar, die Darts. Das passt schon. Also, sehr faires Angebot. Wenn es den auch einzeln im Einzelhandel zu kaufen gibt, mit Sicherheit auch interessant halt. Aber wie gesagt, von mir gibt es dafür auf jeden Fall Daumen hoch. Der ist witzig. Blasterkorn. Mag ich.